das jetzt im Mai ein großes Thema und natürlich im Ausschuss. Und wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt hier im Plenum an diesem Freitag. Es geht um Anträge von Linken und Grünen zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Grünen fordern in einem Antrag, dass der Verfassungsschutz, das Bundesamt, strukturell wie inhaltlich neu organisiert werden soll. Und die Linken fordern, dass anstelle des Bundesamtes für Verfassungsschutz eine Koordinierungsstelle treten soll. Weiteres hören wir jetzt in der Debatte. Zunächst von Konstantin von Notz für die Grünen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unser Grundgesetz hat die deutsche Demokratie erfreulich wehrhaft aufgestellt. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird vielfältig geschützt durch unsere Freiheitsrechte, unsere plurale Zivilgesellschaft und durch unsere Sicherheitsbehörden, auch durch den Verfassungsschutz. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in den vergangenen Jahren in mehreren Fällen auch erfolgreich gearbeitet, gar keine Frage. Aber, vielen Dank, Marianne Wendt, aber das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in das Bundesamt hat in den letzten Jahren auch immer wieder stark gelitten. Das Oktoberfest-Attentat, die Mordserie des NSU, die bis heute völlig offenen Widersprüche beim Anschlag auf dem Breitscheidplatz und die derzeit sich in zahlreich stellenden Fragen im Hinblick auf rechtsextreme Netzwerke in Deutschland und Europa. Gerade in diesen Zeiten ist es dringend notwendig, dass wir verloren gegangenes Vertrauen zurückerobern, meine Damen und Herren. Mit der neuen Amtsleitung des Bundesamtes ist sicherlich eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Aber dass offensichtlich verfassungswidrige Befugniserweiterungen, wie gerade eben von Horst Seehofer vorgeschlagen, in dieser Situation überhaupt nicht helfen, das müsste eigentlich jedem klar sein, Philipp Amthor. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen, auch beim Verfassungsschutz, meine Damen und Herren. Wir wollen einen modernen, einen rechtsstaatlichen, einen effektiven Verfassungsschutz. Einen Verfassungsschutz, der gut gegenüber jedweder extremistischer Bestrebung aufgestellt ist und auch in einer seiner absoluten Kernaufgaben, Herr Kollege, der Spionageabwehr, endlich wieder handlungsfähig wird. Fakt ist aber, der Verfassungsschutz erkennt in seiner jetzigen Form wegen seiner analytischen Defizite viele Sicherheitsrisiken nicht. Und das können wir uns schlicht und einfach nicht mehr leisten, meine Damen und Herren. Nur ein Beispiel. Die Risiken waffenaffiner Reichsbürger waren lange bekannt. Aber erst nach dem Mord an einem bayerischen Polizeibeamten begann eine systematische Bearbeitung dieses Bereichs. So etwas darf sich nicht wiederholen. Wir wollen gefährliche Entwicklungen wissenschaftlich fundiert früher erkennen und früher analysieren. Dafür braucht es erstens ein neues Institut zum Schutz der Verfassung, das eigenständig und unabhängig auf streng wissenschaftlicher Grundlage Demokratie- und menschenfeindliche Bestrebungen beobachtet, erforscht und analysiert und hierüber regelmäßig, das dürfte Sie freuen, Herr Gauland, öffentlich berichtet. Dabei ist völlig klar, in einer pluralen Gesellschaft gilt die Meinungsfreiheit und ein hoher Toleranzbereich, auch für scharfe, für zugespitzte, für abwegige und für drastische Meinungen. Aber da, wo es gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht, wo es um rassistische Gewalt, Antisemitismus, völkische Menschenverachtung geht, sind wir schon vor dem Hintergrund unserer Geschichte darauf verpflichtet, scharf hinzuschauen und uns dagegen entschlossen zu wehren, meine Damen und Herren. Ein entsprechendes kleineres Bundesamt für Gefahrenerkennung und Spionageabwehr ist zweitens erforderlich, und es soll wie folgt arbeiten: mit rechtsstaatlich einwandfreien nachrichtendienstlichen Mitteln, klar abgegrenzt von polizeilichen Aufgaben und straff und effektiv parlamentarisch kontrolliert. Dafür ist auch unabdingbar, dass wir die Arbeit der gemeinsamen Zentren als Gesetzgeber endlich rechtsstaatlich ausgestalten und den Informationsaustausch zwischen den über 40 Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern effektivieren. Der Verfassungsschutz und die Sicherheitsarchitektur in diesem Land
sind so alt wie die Verfassung selbst, nämlich 70 Jahre. Für unsere wehrhafte Demokratie, um sie zu bewahren, müssen wir den Verfassungsschutz modernisieren. Dafür unser Antrag hier, und wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen Beratungen in den Ausschüssen. Herzlichen Dank. Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, hat hier den grünen Antrag vorgestellt. Und nur noch mal daran erinnert, seit November ist ja Thomas Haldenwang der neue Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der auf Hans-Georg Maaßen folgte. Armin Schuster jetzt hier in der Aussprache für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß jetzt gar nicht, wozu ich reden soll, Herr Dr. von Notz. Das war eine gescheite Taktik. Mit Ihrem Antrag hat das wenig zu tun, so sympathisch, wie Sie hier vorgetragen haben. Da könnte man ja vermuten, dass man sich einigen kann. Aber jetzt waren wir mal ernst. Ich habe den Antrag extra mitgenommen. Zitate aus dem Antrag. Überwachungen politischer Parteien und Gruppierungen dürfen nicht den Anschein einer geheimdienstlichen Gesinnungsüberprüfung haben. So viel über das BfV. Das BfV dürfe nicht den Eindruck erwecken, Waffe im parteipolitischen Meinungskampf zu sein. Seit Jahren gäbe es erkennbare Missstände bezüglich praktisch allem im BfV. Es erkennt aufgrund fehlender, klar definierter Aufgaben seine analytischen Defizite nicht. Es gäbe einen unreflektierten Einsatz von V-Leuten. Die Wissenschaft, Achtung, meine Damen und Herren, die Wissenschaft wisse mehr über die Entwicklungen im Bereich der Sicherheitslage als das BfV selbst. Es gäbe unsachgemäßes, rechtswidriges Geheimhalten, Vertuschen, Überwachung Unbeteiligter, meine Damen und Herren. Ich habe ja genau. Also Herr Dr. Hahn, ich habe dreimal meine Mitarbeiter gefragt, kommt der Antrag von den Linken oder kommt der von den Grünen? Nein, er kommt von den Grünen. Er kommt von den Grünen. Meine Damen und Herren, bisher dachte ich in den letzten 10 Jahren, es sei destruktive Sicherheitspolitik in dieser Fraktion, dass sie alles ablehnen, was wir hier vorlegen. Unendlich viele Reformgesetze, unendlich viele Sicherheitsgesetze. Die Grünen haben immer abgelehnt, außer bei Besoldungserhöhung der Beamten. Da dachte ich, bisher sei destruktiv. Nach diesem Antrag habe ich das Gefühl, Sie haben ein echtes Problem. Die Lücke zwischen diesen beiden Fraktionen, die Sie hier räumlich sehen, hat sich durch diesen Antrag unglaublich erweitert. Und ich frage mich, wo die Lockerungsübungen sind, über die ich in den deutschen Zeitungen lese, die Sie angeblich tun. Diese Lockerungsübungen zu uns oder zu Sicherheitsbehörden haben so eine Verspannung. Sie sind reif für eine Therapie, wenn Sie das wirklich glauben, was hier drin steht, meine Damen und Herren. Ich will als jemand, der in 3 Untersuchungsausschüssen war, sagen, es ist auch feige, sich nur an dem Bundesamt für Verfassungsschutz zu vergreifen. Es gab eine klare Analyse nach NSU, die hat auch Wolfgang Wieland hier so vorgetragen. Es war ein komplettes Systemversagen der deutschen Sicherheitslandschaft, ja, auch deutscher Regierungen, ja, auch der Gerichte, der Staatsanwaltschaften. Wenn Sie all diese Fehler bereinigen wollen, indem wir diese Behörden auflösen, neue Institute schaffen, dann ist das eine total verkopfte und akademisierte Landschaft. Aber Sie machen die deutsche Sicherheitsarchitektur kaputt. Sie machen sie nicht besser, meine Damen und Herren. Wir haben Gesetzesreformen gemacht. Ich bin sehr stolz, dass wir richtigerweise in Personal investiert haben, in Finanzen. Die deutsche Sicherheitslandschaft im Bund hat in den letzten 5 Jahren einen einmaligen Aufwuchs erlebt. Wir machen das besser, was wir an Fehlern erkennen. Aber durch ein x-tes Institut, von dem Sie, glaube ich, gar nicht selbst wissen, wie es funktionieren soll, es soll im BMI angesiedelt sein, die dürfen aber keine Rechts- und Fachaufsicht haben und gewählt wird das Ganze im Deutschen Bundestag. Geht es eigentlich noch komplizierter? Ich habe es nicht verstanden. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum Sie eine Behörde zerschlagen wollen, die uns x-fach erfolgreich gewarnt hat, ob im Fall Rezin, ob bei Al-Bakr, ob bei Old School Society, ob bei der Gruppe Freital. Das Bundesamt für Verfassungsschutz leistet eine hervorragende Arbeit und hat Ihre Diffamierung nicht verdient. Hat Ihre Diffamierung nicht verdient, meine Damen und Herren. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen,
Wir haben mit den Freien Demokraten und mit der SPD in den letzten 10 Jahren unendlich hier reformiert. Immer wieder in vielen Behörden aufgrund der Fehler, die man erkannt hat. Ja, da hätten Sie einmal zustimmen können. Was dieser Antrag jetzt soll, erschließt sich mir nicht. Und wenn Sie schon modern sein wollen, lassen Sie uns doch diskutieren über Fragen der künstlichen Intelligenz, Sicherheit der Zukunft. Lassen Sie uns über Frontdoors reden, wenn Sie über Backdoors nicht reden wollen. Kollege Schuster, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung der Kollegin Mihalic? Die Zeit läuft ab. Irene Mihalic fragt für die Grünen. Das erspare ich Ihnen lieber. Genau. Vielen Dank, Herr Schuster, dass Sie die Frage zulassen. Ja. Und dann können Sie natürlich auch noch länger aus unserem Antrag zitieren, wenn Sie ihn vorher mal lesen würden. Sie haben gerade gesagt, so ein Analyseinstitut, das wäre aus Ihrer Sicht überhaupt nicht nötig, ja, weil die wunderbaren Analysen ja das Bundesamt für Verfassungsschutz in seiner heutigen Struktur ohne weiteres liefert. Jetzt waren wir beide Angehörige von 3 parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Mhm. Und in dem 2. parlamentarischen Untersuchungsausschuss, den wir zusammen angehört haben, da ging es um den NSU-Komplex. Und wir haben in diesem Untersuchungsausschuss mehrere Sachverständige beauftragt, die uns etwas über rechtsextremistische Strukturen in Deutschland erzählen, über die Gefahren, die damit zusammenhängen, über diverse Bezüge zum nationalsozialistischen Untergrund und anderen Neonazi-Organisationen. Warum glauben Sie eigentlich, war das nötig, wenn die guten Analysen vom Bundesamt für Verfassungsschutz kommen? Frau Dr. Mihalic, ich bin wirklich dankbar, dass Sie mich fragen, weil jetzt kann ich, das steht hier drauf, ich kann es konstruieren, ich habe nur noch 17 Sekunden gehabt. Wir sind uns doch einig in einem einzigen Punkt. Den können Sie aus dem Empfehlungskatalog des NSU-Untersuchungsausschusses, aus den Handlungsempfehlungen am Schluss herauslesen. Wir haben deutlich kritisiert, dass die Analyse, Prognose und Szenarienfähigkeit, vor allem wissenschaftlich fundiert, des BfV nicht angemessen ist dem, was wir von dieser Behörde erwarten. So, sind wir einig. Dann kommt aber eine andere Schlussfolgerung. Sie wollen das BfV zerschlagen und vielleicht irgendwelchen ehemaligen Studienkollegen einen neuen Job besorgen in irgendeiner verkopften Behörde. Wir wollen, und ich glaube, das ist im ganzen Haus so, jetzt, ich bleibe völlig unpolitisch. Völlig unpolitisch. Wir wollen das tun, was man heute auch da draußen tut. Wir wollen prozessorientiert das BfV in den Schritten stärken, wo es nicht gut ist. Deswegen investieren wir doch in den Haushalten in Personal. Wir haben dem BfV ins Stammbuch geschrieben, mehr höherer Dienst, höhere Analysefähigkeit, Wissenschaftskompetenz aufbauen. Warum? Wenn ich das in dieser Behörde nicht habe. Das ist der Kopf einer Behörde. Wie sollen denn dann die operativen Maßnahmen gut funktionieren? Deswegen wollen wir das aus einem Guss. Aber die Idee, ich löse die wissenschaftliche und die szenarienhafte Kompetenz aus einer Behörde heraus, macht das ein Institut und die machen ihre operativen Aufgaben ja auf welcher Grundlage? Das ist doch völlig irre. Meine Meinung ist, unsere Meinung, so steht es auch im GroKo-Handlungskatalog, diese Behörde braucht diese wissenschaftliche Basis in Köln und in Treptow und nicht in irgendeinem Institut. Und dann werden auch die operativen Einsätze besser. Danke, dass ich das noch mal erklären durfte. So steht es nämlich schon seit 2013 im Empfehlungskatalog des NSU-Untersuchungsausschusses. Und Ihr sehr geschätzter Kollege Wolfgang Wieland damals, Ihr sehr geschätzter Wolfgang Wieland hat das genau so mitbeschlossen. Da waren wir uns vollkommen einig. Meine Damen und Herren, ja, Herr Dr. von Notz, ganz ehrlich, ihr macht in irgendwelchen Bundestagsstuben Legoland und baut euch euren BfV irgendwie, während wir uns um Deutschland kümmern und die Sicherheit der Zukunft versuchen herzustellen. Lass uns über unseren Gesetzentwurf reden. Das macht das BfV besser. Dankeschön. Ja, Armin Schuster, nicht nur Mitglied in diversen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, sondern auch Vorsitzender des parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Nachrichtendienste des Bundes überwacht. Und Konstantin von Notz, den er hier mehrfach angesprochen hatte, sein Vorredner, ist stellvertretender Vorsitzender dieses Gremiums. Also die beiden kennen sich natürlich seit Jahren. Jetzt Bernd Baumann für die AfD. Die Grünen wollen den Verfassungsschutz erneuern. Er soll nicht im politischen Meinungskampf missbraucht werden. Sie schreiben in Ihrem Antrag wörtlich,
Der Verfassungsschutz dürfe nicht den Eindruck erwecken, er sei eine Waffe im parteipolitischen Wettbewerb oder ein verlängerter Arm der Regierung oder einer Parteizentrale. Meine Damen und Herren, diese Einsicht hat die AfD schon lange. Diesen Missbrauch spüren wir am eigenen Leib und nicht zu knapp. Aber Ihnen, den Grünen, geht es ja gar nicht darum, den Missbrauch abzustellen. Mit Ihrem Antrag wollen Sie den Verfassungsschutz selbst auf Dauer missbrauchen für Ihren ideologischen Kampf gegen rechts. Denn die alles entscheidende Frage, wer ist Feind der Verfassung und wer nicht, wer wird vom Verfassungsschutz beobachtet und wer nicht, wird bei Ihnen mit einem neu zu gründenden Institut beantwortet. Und in diesem Institut sollen sich Gruppierungen versammeln, die sich angeblich im Kampf gegen sogenannte Menschenfeindlichkeit bewährt hätten. Gegen Menschenfeindlichkeit? Hinter diesem verlogenen Kampfbegriff verschanzen sich linksgrüne Ideologen bis hin zur gewalttätigen Antifa. Selbst wenn Abgeordnete der AfD, wie unser Kollege Frank Magnitz, halb totgeschlagen werden, nennen Linke das noch Kampf gegen Menschenfeindlichkeit. Und solche Gruppierungen sollen jetzt den Verfassungsschutz ersetzen. Was für eine Farce, was Sie heute hier vorlegen, meine Damen und Herren. Die Grünen geben allen Ernstes vor, den Verfassungsschutz unabhängiger machen zu wollen. Mit solchen Anträgen, Herr Notz, wird das nichts. Natürlich muss so eine wichtige Behörde unabhängig sein, so keine Frage. Aber dann darf ein Verfassungsschutzpräsident wie Hans-Georg Maaßen nicht vom Hof gejagt werden, nur weil er der Kanzlerin die Wahrheit sagt, nur weil er die Verfassung schützt, meine Damen und Herren. Merkel hat Maaßen geschasst und hastig gegen einen biegsamen Nachfolger austauschen lassen. Kaum im Amt begann der eilfertig, die einzig wirkliche Oppositionspartei zu verfolgen. Als erstes verteufelte er die AfD öffentlich als Prüffall für den Verfassungsschutz. Eine Art politischer Rufmord. Herr Baumann, gestatten. Eine Art politischer Rufmord. Das durfte er gar nicht. Das Landgericht Köln hat dem Verfassungsschutz untersagt, so massiv das Recht zu brechen. Meine Damen und Herren, wenn der Verfassungsschutz selbst die Verfassung bricht, ist diese Republik am Ende. Wer hat denn dafür gesorgt, dass dieses Unrecht überhaupt aufgedeckt wurde? Wer hat dafür gesorgt? Die Qualitätsmedien, die kritischen? Die Grünen? Innenminister Seehofer? Nein, die AfD hat diesen Angriff auf unseren Rechtsstaat abgewehrt, sodass auch der Inlandsgeheimdienst zu Gesetz und Verfassung zurückkehren musste. Und das war höchste Zeit, meine Damen und Herren. Aber der Missbrauch ging ja noch weiter. Auch nach der Kaltstellung von Maaßen, gleich am 24. Januar, forderte ein interner Rundbrief alle 3.000 Mitglieder, Mitarbeiter des Bundesverfassungsschutzes auf, sich zu melden, wer AfD-Mitglied sei. Da müsse sich melden. Selbst wer überhaupt nur ein AfD-Mitglied kenne, müsse sich melden. Man werde dann ernste Personalgespräche führen über einen Jobwechsel. Hunderte Mitarbeiter waren empört. Zu Recht. Auch hier ging Merkels neuer Präsident viel zu weit. Übrigens wird die Linkspartei, anders als die AfD in breiten Teilen, seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet. Von denen wurde niemals jemand gefragt, ob sie im Verfassungsschutz arbeiten und in der Partei sind. Niemals gefragt, ob jemand jemand kennt. Das zeigt die ganze linksgrüne Schieflage dieser Republik bis tief in die Merkel-CDU hinein. Dieser Verfassungsschutz schützt nicht die Verfassung, sondern er schützt die Altparteien vor der größten Opposition. Und würde Viktor Orban in Ungarn seinen Inlandsgeheimdienst säubern, um die stärksten politischen Wettbewerber zu schikanieren, welchen Aufschrei gäbe es in dieser Republik? Sie alle verfolgen Ihre machtpolitischen Interessen in diesem Fall genauso, wie Sie es Viktor Orban unterstellen. Hören Sie auf damit! Wie man die Unabhängigkeit von Behörden besser sichert, haben wir im November 2018 mit unserem eigenen Antrag hier im Bundestag gezeigt. Er hat den Titel Entpolitisierung der Justiz und der Sicherheitsbehörden. So könnte der Verfassungsschutz unabhängiger werden. Aber das wollen Sie ja gar nicht. Sie wollen ja das Gegenteil.
Sie wollen den Verfassungsschutz als Waffe im parteipolitischen Wettbewerb. Sie wollen den AfD, Sie wollen den Verfassungsschutz als Waffe gegen die AfD. Das ist Ihre Absicht. Zu einer Kurzintervention hat der Kollege Kuhle das Wort. Konstantin Kuhle für die FDP. Ja, Frau Präsidentin, lieber Kollege Baumann, angesichts der Berichte, die heute zu lesen sind beim ZDF und im Spiegel über die Verbindungen zwischen Ihrer Fraktion, zwischen Ihrer Partei, der AfD und der russischen Regierung, wäre ich hier bei einer Debatte über den Verfassungsschutz und das Thema Spionageabwehr so klein mit Hut. Es geht aus den Zitaten, ich möchte das hier mal vortragen, die vom ZDF und vom Spiegel veröffentlicht worden sind, Zitate aus E-Mails aus dem Umkreis des russischen Staates um folgende Tatsachen. Ich zitiere, die AfD ist ein Glücksfall für Wladimir Putin. Aus diesen russischen E-Mails ist weiter zu lesen, dass Abgeordnete ihrer Fraktion unter, ich zitiere, absoluter Kontrolle Moskaus stehen. Weiter ist dort geplant, ein Aktionsplan für die Wahlkampagne von AfD-Kandidaten. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD, angesichts der Europawahl sollten wir uns, wenn wir uns hier über das Thema Spionageabwehr unterhalten, ganz im Klaren darüber sein. Sie haben es gemeinsam mit Ihren Freunden in Moskau auf die liberale Demokratie in Europa und in Deutschland abgesehen. Und Sie stehen doch in Wahrheit Wladimir Putin näher als dem Grundgesetz. Und deswegen sollten Sie sich hüten, den anderen Fraktionen oder der deutschen Öffentlichkeit hier Vorhalte über die Fragen des Verfassungsschutzes und über das Grundgesetz zu machen. Sie sollten sich schämen, und dass Sie hier so rumschreien, das zeigt, dass an diesen ganzen Geschichten etwas dran ist. Und alle Bürgerinnen und Bürger, die wahlberechtigt sind bei der Europawahl, die müssen wissen, die AfD, das ist die Stimme Moskaus, das ist die Stimme gegen die liberale Demokratie bei der Europawahl. Und das dürfen unsere Bürgerinnen und Bürger auch mal erfahren vor der Europawahl. Zur Erwiderung hat der Abgeordnete Baumann das Wort. So, und er hat auch jetzt überwiegend das Wort. Ich bitte also, die entsprechende Ordnung herzustellen. Ich danke dem Kollegen von der FDP ausdrücklich für diese Einlassung. Besser hätten wir gar nicht beweisen können, mit welchen Methoden, mit welchen Mitteln, mit welchen halbgaren Sachen Sie hier kommen. Irgendwelche russischen E-Mails, das trauen Sie sich hier niederzulegen und gewählte Abgeordnete damit sozusagen anzugehen. Das ist Nullbeleg. Das ist noch nicht mal Hörensagen. Das ist das mieseste vom miesesten Gerücht. Aber wie hier man sich zur parlamentarischen Demokratie stellt und wie die parlamentarischen Gepflogenheiten eingehalten werden, hat man ja gestern gesehen, als hier eine Vizepräsidentin gewählt werden sollte, wie es nach der Geschäftsordnung sich gehört. Sie haben sie nicht gewählt. Und diese Wahlen gestern haben gezeigt, sie haben bewiesen, für jeden nachvollziehbar wird die parlamentarische Demokratie sozusagen vollzogen wird, wo nicht mitgezogen wird, wo dagegen vergangen wird. Sie haben nur Hörensagen. Sie sind die Parlamentarier, die nicht funktionieren. So, ich bitte jetzt alle, wenn Sie dann weiter an der Debatte teilhaben wollen, erstens Platz zu nehmen, zweitens die Aufmerksamkeit herzustellen. Und das Wort hat jetzt der Abgeordnete Uli Grötsch für die SPD-Fraktion. In der Debatte jetzt Uli Grötsch für die Sozialdemokraten. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, lieber Kollege Konstantin Kuhle, dass du an dieser Stelle auf diesen wichtigen Aspekt hingewiesen hast. Wahrheit ist nun mal Wahrheit, dass es auf der rechten Seite oftmals nicht schmeckt, wenn es um die Wahrheit geht. Das ist ein Stück Erfahrung, das wir in den letzten Jahren ja eigentlich schon zu Genüge gemacht haben. Und wenn ich sage, zu Genüge gemacht haben, dann will ich erst mal sagen, letzte Woche standen wir zu dieser Zeit hier und haben über den sinnvollen Antrag von Bündnis 90 Die Grünen hinsichtlich
des unabhängigen Polizeibeauftragten diskutiert. Und nun habe ich in dieser Woche eine Erfahrung mit Ihrer Fraktion gemacht, die ich auch schon öfter gemacht habe. Als ich Ihren Antrag gelesen habe, habe ich mich gefragt, same procedure as last year. Die Antwort, die ich mir dann für mich selber gegeben habe, war same procedure as every year. Weil das schon fast zur Tradition wird, dass Sie einmal im Jahr in etwa die Abschaffung des Bundesamtes für Verfassungsschutz schaffen. Immer wieder anders ausgestaltet, aber im Kern doch trotzdem gleich. Und deshalb, Herr Schuster, weil Sie sich eben gefragt haben, welche Rede Sie heute halten sollen, hätten Sie die Rede vom letzten Jahr noch mal nehmen können, weil im Kern das Gleiche drinsteht wie im letzten Jahr. Und ich glaube, dass wir uns ja alle einig sind und dass auch die Kolleginnen und Kollegen von den Grünen das unterzeichnen würden, dass man verlorenes Vertrauen, was eben angesprochen wurde, in den Verfassungsschutz, nicht dadurch zurückgewinnt, dass man ihn etwa 8 Jahre nach seinem größten Desaster abschafft. Das ist bestimmt kein Mittel, um verlorenes Vertrauen wieder zurückzubekommen. Zumal, und das ist eigentlich der wichtigste Punkt, zumal in einer Zeit, in der wir einen gut aufgestellten und parlamentarisch effektiv kontrollierten Verfassungsschutz so dringend brauchen wie schon lange nicht mehr. Ich gehe dann noch mal ausführlicher darauf ein, aber das zeigt uns auch die Festnahme der 3 mutmaßlichen Terroristen in Schleswig-Holstein vom Januar diesen Jahres. Diese Festnahmen hätte es nicht gegeben, hätten wir in Deutschland keinen gut aufgestellten und effizient arbeitenden Verfassungsschutz. Das vergisst man aber oftmals, das vergessen Sie oftmals, zu erwähnen, was dort auch an wertvoller Arbeit für die Sicherheit in diesem Land geleistet wird. Wenn irgendwas schiefläuft, ist es in gewissen Kreisen, so nenne ich das, politisch durchaus en vogue, zu schimpfen und darauf einzuschlagen und so weiter und so fort. Und dass wir uns mit den Fehlern auseinandersetzen in unserer parlamentarischen Arbeit, das ist Kerngeschäft unserer Arbeit im Innenausschuss und in den anderen Gremien, die sich mit dem Verfassungsschutz befassen. Aber dass man dann, wenn was gut gemacht wurde, das auch mal unterstreicht, das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, der hier auch nicht unerwähnt bleiben soll. Aber, ja, gerne, aber so ganz ohne Nachrichtendienste geht es offenbar dann auch bei den Grünen nicht. Aber statt dem Verfassungsschutz wollen Sie hier ein unabhängiges Institut zum Schutz der Verfassung, also kein Amt mehr zum Schutz der Verfassung, sondern ein Institut, ein Bundesamt für Gefahrenerkennung und Spionageabwehr. Ich habe mir, als ich neu im Bundestag war, mal die Liste angeschaut, welche Bundesämter es in Deutschland gibt und musste bei manchen Titeln schmunzeln und habe mir gedacht, für was es nicht alles ein Bundesamt gibt bei uns im Land. Das Bundesamt für Gefahrenerkennung und Spionageabwehr haben wir aber schon. Das würden wir auf der Liste nicht finden. Das ist gut untergebracht im Bundesamt für Verfassungsschutz in der dort zuständigen Abteilung. Und dass Sie V-Leute trotzdem, einsetzen wollen, so steht es in Ihrem Antrag, bestätigt wiederum uns als Große Koalition und uns in unseren Reformen, die wir hinsichtlich des Einsatzes von V-Leuten gemacht haben. Dazu eine mysteriöse Stelle beim Bundeskriminalamt, die nachrichtendienstlich arbeiten soll. Stichwort Trennungsgebot und all das, was noch drinsteht. Ist das wirklich Ihr Ernst, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ich habe mich ernsthaft gefragt, ob Sie es ernst meinen mit diesem Antrag in diesen Zeiten, gerade jetzt, während wir hier sitzen. Arbeiten beim Bundesamt für Verfassungsschutz die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im internationalen Verbund an der Aufklärung der Strukturen des Attentäters von Christchurch. Wir haben alle gelesen diese Woche, dass der auf der ganzen Welt unterwegs war, dass der dem Vernehmen nach auch in Deutschland war, dass der europäische Bezüge hat. Und wenn wir eine Antwort darauf haben wollen, welche Bezüge es nach Deutschland gibt, welche deutschen Neonazis und Rechtsextremisten er als seine Brüder angesehen hat, und dann brauchen wir das Bundesamt für Verfassungsschutz, weil das die einzige Stelle ist, die uns die Antwort auf solche komplexe Fragen geben kann, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weiterentwickeln muss man das Amt, ganz ohne Frage. Das liegt auch in der Natur der Sache und
in der Art und Weise, wie das Amt arbeitet und für was es zuständig ist. Und ich glaube, dass wir dem auch gerecht werden. Es geht dabei aber immer um die maßvolle Mitte. Es geht nicht darum, auf der einen Seite das Amt abzuschaffen und auf der anderen Seite es mit allen Befugnissen auszustatten, die irgendjemanden irgendwann mal einfallen. Es geht um die maßvolle Mitte. Wahrscheinlich in keiner Sicherheitsbehörde des Bundes ist dieser Spagat zwischen Freiheit und Sicherheit auf der einen Seite so notwendig und auf der anderen Seite so schwierig, wie das im Bundesamt für Verfassungsschutz der Fall ist. Und gerade deshalb ist es gut, dass es so effektiv kontrolliert wird, wie wir das ja, nach Kräften jede Woche tun. Ich will Ihnen zum Ende noch einen Grund geben, warum ich glaube, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz gerade in diesen Zeiten, ich habe das eingangs schon gesagt, so extrem wichtig ist. Wir alle spüren doch, dass sich in diesem Haus hier was verändert hat, dass das Klima im Deutschen Bundestag, hier im Plenarsaal und in den Ausschusssälen und sogar auf den Gängen des Hauses anders geworden ist seit Ende 2017. Und damit mit der Klimaveränderung meine ich Nachrichten, wie den es Ihrer Lesart nach ja nicht gibt, den Klimawandel. Also Sie sind ja diejenigen, die den Klimawandel leugnen, um das an der Stelle noch mal zu sagen. Aber wir haben doch alle erst gestern gelesen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ein Funktionär der Identitären Bewegung ein Mitarbeiter bei einem Abgeordneten der AfD-Bundestagsfraktion ist. Gerade für solche Sachverhalte, wenn den Rechtsextremisten oder gar den Neonazis wieder der Gang zum Deutschen Bundestag oder der Zugang zu diesem Haus möglich ist, brauchen wir ein gut arbeitendes und genauso arbeitendes Bundesamt für Verfassungsschutz, wie es das in der Abteilung Rechtsextremismus jetzt gerade tut. Und ich bin sehr wohl der Meinung, dass die Prioritäten beim Amt absolut richtig gesetzt sind. Und ich bin gespannt darauf, was auch Ihr neuester und womöglich interessantester Prüffall der letzten Jahrzehnte noch an Antworten hervorbringen wird. Ich bin froh, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass das BfV diese Bestrebungen, die ich eben genannt habe, ganz klar einstuft und sehr genau beobachtet. Denn den Schutz vor den Demokratiefeinden, weil es dafür den Verfassungsschutz gibt, die Verfassung vor den Feinden derselbigen zu schützen, dafür gibt es das Bundesamt für Verfassungsschutz heute und dafür brauchen wir es auch in Zukunft. Vielen Dank. Uli Grötsch war das für die SPD als Mitglied im Innenausschuss und ihm folgt jetzt hier als nächster Redner für die FDP-Fraktion Benjamin Strasser. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, was uns hier heute von den Grünen als Neustart verkauft wird, ist im Prinzip nichts anderes als die Zerschlagung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Alter Wein in neuen Schläuchen leider, denn Grüne und Linke fordern dies ja schon in schöne Regelmäßigkeit seit dem Jahr 2012. Mich verwundert es wenig, wenn man in die Mitgliedschaft der Ränder hier schaut, ganz links und ganz rechts außen, dass diese Parteien ein Problem mit dem Verfassungsschutz haben, dass aber ausgerechnet die Grünen jetzt ins selbe Horn stoßen. Das gibt mir schon zu denken. Aber ich möchte erst mal beginnen mit den Gemeinsamkeiten in diesem Antrag, die es durchaus gibt, wenn man ihn liest. Das gemeinsame Terrorismusabwehrzentrum auf eine rechtliche Grundlage zu stellen, wie Sie es fordern, unterstützen wir Freie Demokraten explizit. Wir müssen den Zustand der organisierten Verantwortungslosigkeit in diesem Gremium beenden. Der Fall Amri zeigt es ja exemplarisch. Hier sind wir auch gerne bereit, gemeinsame Initiativen mit Ihnen zu machen. Damit hat es sich aber leider mit den Gemeinsamkeiten schon erledigt. Und eines verstehe ich wirklich nicht, lieber Kollege von Notz, liebe Kollege Mihalic. Wir sitzen hier jeden Donnerstag fast 14 Stunden im Untersuchungsausschuss. Wir erleben, dass 40 Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder offensichtlich nicht in der Lage sind, in terroristischen Fällen miteinander zu kommunizieren. Und was ist Ihre Antwort? Sie gründen mit einem Institut die 41. Behörde. Da ist doch das Chaos vorprogrammiert. Dann werden wir in Zukunft nicht nur über reine Polizeifälle, sondern auch über reine Institutsfälle
diskutieren und Sie geben dem Nachrichtendienst die Chance, sich rauszureden. Also, lieber Kollege von Notz, ich habe da ein mega krasses Störgefühl, wenn Sie diese Kiste wirklich durchziehen. Wir brauchen weniger Behörden, die mehr Sicherheit organisieren und nicht mehr Behörden, die sich noch weniger verantwortlich fühlen. Und genau deshalb haben wir in diesem Haus vor wenigen Wochen einen Antrag zur Einsetzung einer Föderalismuskommission 3 eingebracht, die unsere Sicherheitsarchitektur insgesamt neu ordnet und klare Verantwortlichkeiten schafft. Der Antrag liegt auf dem Tisch. Stimmen Sie doch einfach zu. Beide Anträge der Linken und der Grünen zielen letztendlich auf die faktische Abschaffung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und diese Antwort ist mir im Hinblick auf das NSU-Desaster und auf den Fall Amri einfach zu billig. Die Probleme liegen auf der Hand, und die sprechen Sie ja auch an. Der Umgang mit den V-Personen. Und es ist eine berechtigte Frage, ob der Staat Personen, Extremisten finanziert, die er eigentlich bekämpft. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir auf die Information dieser Personen, wenn wir terroristische Zellen aufklären wollen, nicht verzichten können. Die Lösung ist deshalb nicht die Abschaffung des V-Personensystems, sondern die parlamentarische Kontrolle hinsichtlich der V-Mann-Führung zu stärken, und zwar für das ganze Parlament. Hält sich der Verfassungsschutz an die Regeln, die wir 2015 gegeben haben? Ich weiß es nicht. Ich sitze nicht im parlamentarischen Kontrollgremium. Und das ist ein Punkt, an dem wir nachdenken sollten, beispielsweise, ob wir einen Nachrichtendienstbeauftragten brauchen. An all solche Dinge müssen wir ran, wenn wir eine Behörde haben wollen, die mit dazu beiträgt, unsere Verfassung zu schützen. Ich bin mir sicher, dass Reformen innerhalb des Verfassungsschutzes nicht nur nötig, sondern auch möglich sind. Wir Freie Demokraten können aber beiden Anträgen wenig abgewinnen. Wir werden unsere Verfassung und wir werden unsere Demokratie in Zeiten der Angriffe von allen Seiten nicht dadurch schützen, dass wir einen Stuhlkreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einrichten, sondern wir müssen das Bundesamt so aufstellen, dass sie auch handlungsfähig sind. Vielen herzlichen Dank. Benjamin Strasser war das für die FDP. Jetzt hören wir für die Linksfraktion André Hahn. Er ist Sprecher für Geheimdienstkontrolle, auch Mitglied im PKGR. Und er wird jetzt auch noch mal auf den Antrag der Linken, der hier vorliegt, eingehen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Bundesamt für Verfassungsschutz in seiner jetzigen Form und bei den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen ist weder reformierbar noch wirksam kontrollierbar und muss deshalb aus Sicht der Linken aufgelöst werden. Diese Forderung meiner Fraktion ist nicht neu, und ich freue mich, dass nun auch die Grünen einen Antrag stellen, der im Kern ebenfalls diese Zielsetzung verfolgt. Insofern bin ich dankbar für die heutige Debatte. Gibt sie uns doch Gelegenheit, unsere Position hierzu ebenfalls vorzustellen. Unser Antrag unterscheidet sich von dem der Grünen in einem ganz zentralen Punkt. Wir als Linke wollen in Zukunft keinen, wie auch immer gearteten Inlandsgeheimdienst nach der Auflösung des Verfassungsschutzes. Wir wollen keine neue Behörde mit nachrichtendienstlichen Befugnissen. Der Antrag von Bündnis 90 Die Grünen enthält jedoch leider genau einen solchen Passus. In vielen anderen Forderungen, Herr Kollege Notz, gibt es jedoch Übereinstimmungen, und deshalb freue ich mich auf die Beratung im Innenausschuss. Meine Damen und Herren, ich habe eingangs darauf hingewiesen, dass wir schon lange die Position vertreten, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz abgeschafft werden muss. Es hat dort nicht nur beim Thema NSU, beim Umgang mit V-Leuten, bei der Vernichtung von wichtigen Akten, bei fragwürdigen Informationen für den Drohnenkrieg der USA, der hunderte unschuldige Opfer forderte, bei der völlig unzureichenden Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus und mit Herrn Maaßen als Präsidenten, der jedwede parlamentarische Kontrolle als lästig empfand und zu unterlaufen suchte, derart viele Pannen und Skandale gegeben, dass eigentlich nur noch die geordnete Abwicklung bleibt. Und Herr Kollege Schuster, Sie haben auf den NSU-Bericht hingewiesen und das Jahr 2013. Das Kernproblem ist doch, dass seitdem nichts wirklich besser geworden ist. Und deshalb muss der Bundestag aus unserer Sicht handeln. Und in früheren Debatten hat man uns ja als Linke häufig vorgeworfen, wir würden den Verfassungsschutz einfach nur abschaffen, ohne zu sagen, wie es anschließend weitergehen und wer dessen bisherige Aufgaben künftig übernehmen soll. Unser heutiger Antrag trifft genau dazu ganz klare Aussagen, sodass diese Kritik selbst dann obsolet sein dürfte, wenn man unsere Vorschläge inhaltlich nicht teilt. Unser Antrag enthält im Kern
folgende Eckpunkte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz wird aufgelöst. Stattdessen soll eine Zentralstelle gebildet werden, wie sie in Artikel 87 des Grundgesetzes zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des Schutzes der Verfassung vorgesehen ist. Diese arbeitet ausdrücklich nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln und hat auch keine eigenständige Befugnis zur Informationsbeschaffung. Vielmehr nimmt sie Erkenntnisse über verfassungsfeindliche Aktivitäten von den Behörden des Bundes und der Länder sowie aus dem Ausland entgegen, sammelt diese und koordiniert den Austausch zwischen den Ländern und den Strafverfolgungsbehörden. Zweitens, eine neu einzurichtende Bundesstiftung zur Beobachtung und Erforschung gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit übernimmt die Aufgabe der Gefahrenabschätzung. Die dem demokratischen Gemeinwesen entgegenstehenden Bedrohungen, seien sie religiös, politisch oder rassistisch motiviert, werden von dieser Stiftung wissenschaftlich untersucht und dokumentiert, die zugleich öffentliche Aufklärung betreibt und die Opfer unterstützt. Drittens, Hinweise von ausländischen Geheimdiensten und anderen Behörden auf womöglich geplante Terroranschläge gehen künftig an das Bundeskriminalamt. Das Bundeskriminalamt bewertet diese und leitet die entsprechenden Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen ein. Viertens, Sicherheitsüberprüfung in besonders sensiblen Bereichen werden auch künftig notwendig sein, aber dafür ist kein Inlandsgeheimdienst notwendig. Diese Aufgabe kann eine zivile Bundesanstalt für Geheim- und Spionageschutz wahrnehmen. Und schließlich ist ein Inlandsgeheimdienst auch nicht erforderlich, um Cyberangriffe auf öffentliche Einrichtungen oder die Wirtschaft aufzuklären. Das kann das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik viel besser. Es muss aber personell gestärkt und vor allem aus der Unterstellung gegenüber dem Innenministerium befreit werden. Ich komme zum Schluss. Dieser Maßnahmenkatalog zeigt, dass die Auflösung des BfV mit dem notwendigen Willen möglich ist. Die immer wieder behaupteten Sicherheitslücken entstehen durch seinen Wegfall nicht. Der Schutz der Verfassung ist definitiv auch ohne einen Inlandsgeheimdienst und ohne nachrichtendienstliche Mittel möglich. Genau das wollen wir. André Hahn für Die Linke. Ja, das Bundesamt für Verfassungsschutz auflösen, in der Tat, das fordert Die Linke schon lange. Im Antrag ist es etwas softer formuliert. Da soll das Bundesamt für Verfassungsschutz abgelöst werden durch eine Koordinierungsstelle. Hans-Jürgen Irmer jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte zunächst als Bürger dieses wunderschönen Landes, als Mitglied des Deutschen Bundestages, aber auch als Vorsitzender einer unabhängigen überparteilichen Bürgerinitiative Pro Polizei Wetzlar, 850 Mitglieder, die alleine eines machen, Polizeibehörden, Sicherheitsbehörden unterstützen, herzlich Dank sagen allen Sicherheitsbehörden in diesem Staat. Und dazu gehört natürlich in erster Linie auch das Bundesamt für Verfassungsschutz. Und ich schließe in diesen Dank ausdrücklich auch Hans-Georg Maaßen ein, der über viele Jahrzehnte eine hervorragende Arbeit geleistet hat. Und ich schließe in diesen guten Glückwünsche für den neuen Chef Thomas Haldenwang ebenfalls ihn ein und bin überzeugt davon, dass auch mit dieser Leitung eine wunderbare Arbeit im Sinne der Sicherheit Deutschlands stattfinden wird. Meine Damen und Herren, wie ist die Situation? Wir haben im islamistischen Bereich im Jahre 2017 25.800 gewaltbereite Personen, inklusive der Salafisten. Das sind 1.400 mehr als 2016. Im Bereich des Rechtsextremismus haben wir 23.100 2016 gehabt, 24.000 2017, 900 mehr inklusive der Identitären, macht etwa 12.000 Gewaltbereite. Und im Bereich des Linksextremismus hatten wir 2016 28.500, 2017 29.500, davon 9.000 Gewaltbereite. Hamburg, Frankfurt, Hambacher Forst lassen grüßen. Das heißt, meine Damen und Herren, wir haben eine wachsende Bedrohung und deshalb brauchen wir nicht weniger Verfassungsschutz, sondern wir brauchen mehr Verfassungsschutz. Und deshalb haben wir auch zu Recht im Rahmen der Koalitionsvereinbarung mit der SPD vereinbart, wir wollen eine maßvolle und sachgerechte Kompetenzerweiterung haben. Richtig, Trojaner-Software, Datenaustausch, Verfassungsschutz, andere Ämter, Europol, Interpol. Meine Damen und Herren, Verbrechen kennt keine Grenzen und deshalb brauchen wir einen zielgerichteten Datenaustausch im Interesse der inneren Sicherheit. Dass die SED-Nachfolger das nicht wollen, ist mir klar.
Das hat der Kollege Hahn hinreichend begründet und es fehlt auch die Zeit. Aber wenn man weiß, dass es eine fließende Grenze gibt zwischen Linken und Linksextremen mit Antifa und Roter Hilfe, dann muss man sich nicht wundern, dass natürlich, das sollte Ihnen zu denken geben, sowohl die Linksextremen den Verfassungsschutz abschaffen wollen und die Grüne an die Adresse der richte ich mal die Frage, warum sie letzten Endes auch das Geschäft der AfD betreiben, wenn ich Herrn Gauland zitiere, der den Verfassungsschutz auch abschaffen will. Und bei Ihnen, meine Damen und Herren, wundert es mich schon, muss ich ganz offen, dass Sie diese Forderung im Prinzip indirekt aufnehmen, indem Sie nämlich versuchen, den Verfassungsschutz de facto zu kastrieren. Ich will Ihnen mal ein Zitat von Frau Kollegin Mihalic vortragen. Wir wollen, ich zitiere Frau Kollegin aus einer Zeitung, die nicht zu meinem Tagesgeschäft gehört, wir wollen ein unabhängiges wissenschaftliches Institut zum Schutz der Verfassung, das anhand von offen zugänglichen Quellen extremistische Bestrebungen aufklärt und die Öffentlichkeit und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren, wie naiv muss man denn eigentlich sein? Glauben Sie ernsthaft, mit offenen Quellen im Untergrund agierende Terroristen, Islamisten und andere enttarnen zu können? Die klopfen sich doch vor Freude auf die Schenkel, wenn ich das höre, was Sie sagen, meine Damen und Herren. Wie naiv muss man sein? Sie betreiben damit indirekt das Geschäft der Radikalen von rechts und links außen. Das kann doch nicht Ihr Ansinnen sein. Und deshalb sage ich Ihnen, auch wenn Sie laut sind, Wir sind mit unserer Grundposition auf dem richtigen Weg, indem wir sagen, wir wollen den Verfassungsschutz stärken, ausbauen. Wir tragen zur inneren Sicherheit im Gegensatz zu Ihnen in Deutschland bei. Herzlichen Dank. Der Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte im März ja Pläne vorgestellt, dem Bundesamt für Verfassungsschutz größere Befugnisse zu geben, beispielsweise bei Online-Durchsuchungen. Aber das ist noch nicht im parlamentarischen Verfahren, dieses Vorhaben. Philipp Amthor jetzt. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben ja dieser Tage das tolle Phänomen, dass die Grünen jetzt ja nicht mehr nur die nette Spartenpartei sein wollen, sondern die mit Moral aufgeladene super neue Volkspartei. Und dazu gehört ja jetzt auch scheinbar das neue Profil in der Sicherheitspolitik. Aber diese Debatte hat heute, glaube ich, auch eines ganz klar gezeigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieselben Grünen, die sich immer in die Tagesschau stellen und für die Sicherheitsbehörden reden, die zeigen hier im Parlament nämlich immer ihr wahres Gesicht. Und dieses wahre Gesicht beinhaltet, dass sie am Mittwoch gegen uns mit der polizeilichen Kriminalstatistik agitiert haben. In der letzten Sitzungswoche haben sie hier einen Oberaufseher für die Polizei beim Bundestag gefordert. Und Herr Notz, jedes Mal, wenn wir über neue Kompetenzen reden, werfen Sie mit irgendeiner Verfassungswidrigkeit um sich, sodass ich Ihnen mal empfehlen würde, meine richtige Verfassung zu kaufen und darin zu lesen. Und heute der Höhepunkt, Kritik am Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja, Sie sagen, ein Neustart der Behörde, das, was Sie in Wahrheit wollen, ist, diese Behörde aufzulösen. Damit machen Sie sich mit den Linken gemein. Das lehnen wir ab. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende dieser Debatte muss man doch mal sagen, so schlecht wie wir über unsere Nachrichtendienste hier im Parlament reden, so schlecht redet kein Land der Welt über seine Nachrichtendienste. Wir haben hier 3 von 6 Fraktionen, die das Bundesamt für Verfassungsschutz auflösen wollen. Wir haben im parlamentarischen Kontrollgremium den Kollegen Hahn und den Kollegen Notz, die sich selbst ein katastrophales Zeugnis für ihre Arbeit ausstellen, wenn sie sagen, die Behörde ist nicht kontrollierbar. Und ich kann nur sagen, wir sollten über unsere Nachrichtendienste, über unsere Sicherheit nicht schlecht reden, sondern wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion sind stolz auf unsere Beamten, sind offen für Reformen, aber wir reden sie nicht schlecht. Und ich will sagen, es gibt dazu auch gar keinen Anlass, denn natürlich gibt es Kritik, die man üben kann am Bundesamt für Verfassungsschutz. Aber wir haben auch Erfolge vorzuweisen. Schauen wir uns doch im Bereich Islam und Terrorismus die Erfolge an, etwa mit dem vereitelten Rizin-Anschlag in Köln. Schauen wir uns die erfolgreiche Arbeit an im Bereich Rechts- und Linksextremismus, die Beiträge zum NPD-Verbotsverfahren oder auch das Vereinsverbot gegen islamistische Gruppen oder gegen links unten in die Media. Da hat jeweils das Bundesamt für Verfassungsschutz gute Beiträge geleistet. Und
Ich will auch sagen, dass Sie auf dem linken Auge blind sind. Das kann man in fast jeder Zeile Ihres Antrages lesen. Da kritisieren Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz für Defizite im Umgang mit dem Rechtsextremismus, für Defizite im Umgang mit dem Islamismus. Aber dass man sich mit dem Linksextremismus beschäftigt, das scheint Ihnen ja ein Dorn im Auge zu sein. Wir sind dort nicht blind, sondern wir stellen uns auch gegen den Linksextremismus. Und es ist schon deutlich geworden, wie Sie das Bundesamt für Verfassungsschutz umbauen wollen. Sie wollen keinen starken Sicherheitsapparat. Sie wollen lieber einen kleinen Stuhlkreis à la Prenzlauer Berg auf dem schönen Samtsofa zusammen mit Ihren Soziologenfreunden die Welt erklären. Wir wollen stattdessen eine funktionierende Sicherheitsbehörde. Und ich kann Ihnen auch sagen, unsere Nachrichtendienste sind dem objektiven Verfassungsschutz verpflichtet. Und der objektive Verfassungsschutz bestimmt sich nicht durch Ihre linksgrüne Lebensrealität, sondern durch einen klaren Blick gegenüber rechtem und linkem Extremismus. Und damit müssen alle Außenseiten dieses Parlaments auch leben. Und für uns zählt nicht ein Verfassungsschutz im politischen Wettbewerb, sondern ein objektiver Verfassungsschutz. Und das wollen wir mit vernünftigen Reformen voranbringen. Und deswegen wird das Innenministerium unter Horst Seehofer auch einen Gesetzentwurf vorlegen zur Harmonisierung des Verfassungsschutzrechts. Und das ist eine gute Diskussionsgrundlage und nicht Ihre Ideen, Ihr Schlechtreden. Wir machen gute Arbeit und stehen hinter unseren Beamten und für einen starken Staat. Ihre Anträge lehnen wir ab. Herzlichen Dank. Sagt Philipp Amthor als letzter Redner hier zu diesem Tagesordnungspunkt. Die Anträge von Linken und Grünen, die werden jetzt überwiesen an den federführenden Ausschuss, in diesem Fall für Inneres und Heimat.